Wattwandern in Wacken. Matsch und Metal, hier gehört das zusammen. Laut und dreckig, so wie all die Jahre davor. Den Besuchern wird das nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Zu wenig matschig, also Wasser matschiger. Das gehört dazu, es ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Es macht Spaß. Ich bin schon immer gerne im Matsch rumgesprungen. Wasser in Wacken also kein Problem. Laute Musik sollte eigentlich auch keines sein, möchte man meinen. Einem Wackenbesucher war es trotzdem zu wild, der rief die Polizei. Die rückt sogar an und berichtet auf Twitter von einem Nachteinsatz in der Nachbarschaft. Ihr gut gemeinter Rat, Ohrenstöpsel. Und auch in dieser Hinsicht sind Metal-Jünger irgendwie spießig. Lange Schlangen am Fanartikelstand, geduldiges Warten für ein textiles Andenken. Also das plant man auf jeden Fall vorher schon mit ein, ne, dass man auf jeden Fall so um die 40, 50 Euro für Merch ausgibt, weil man auf jeden Fall hier ein T-Shirt mitnehmen möchte. Das ist sehr wichtig, weil man will ja am Ende auch zeigen, dass man da war. Und wenn man nicht zeigen kann, oh, ich war bei Wacken, dann war man quasi nicht da. Da waren auf jeden Fall die hier, Figuren aus der Filmreihe Mad Max. Mitunter martialisch, aber keine Sorge, alles nur friedliche Verkleidung. Und weiterhin auf ein friedliches Festival hofft der Veranstalter, zeigt sich zuversichtlich. Das ist eben Family. Alle wollen das Gleiche. Die Musik eint sie. Und von daher gibt es da eigentlich keine Aggression und keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, das ist hier unser Credo, auch mit allen Behörden, dann sitzen wir am Tisch und lösen das. Und wenn alles nichts hilft, kühlen Kopf bewahren und sich einfach mal ein Eis gönnen.